parke hier am Straßenrand irgendwo in der portugiesischen Walachei, falls es sowas gibt. Und da unten, da soll sich ein Autofriedhof verstecken. Warum hier? Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was hier noch ist, ist dieses verlassene Haus. Ich bin mal ein paar Meter gelaufen und da sind jetzt eben ein paar Häuschen, weitere Häuschen aufgetaucht. Okay, wenn man da so durch diese Dornenhecken durchschaut, dann sieht man ein Auto. Das kann doch nicht der Autofriedhof sein. Da hinten steht noch eins. Gucken mal hier. Wow. Okay. Das ist ein Autofriedhof. Das sind bestimmt 20 Autos, die da stehen. Aber alles wirklich nur noch Wracks, ausgeschlachtet, Teile entfernt. Der hier wurde sogar auf den Kopf gedreht. Aber nichtsdestotrotz, der Anblick, muss ich sagen, ist beeindruckend. Okay, das war nichts. Ah, hier wurde wirklich wieder ganze Arbeit geleistet. Motor ist raus, Scheiben sind eingeschlagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das der ehemalige Besitzer war oder halt Vandalen, die sich hier kostenlos Ersatzteile besorgt haben. Ich habe gerade mal durchgezählt. Es sind tatsächlich 20 Stück. Und zwar genau 20. Also habe ich wirklich sehr, 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 sehr gut geschätzt. Und was mir hier gefällt, ist einfach die Art und Weise, wie die hier einfach auch so in dieser Parkposition abgestellt worden sind. Eine Reihe hinter der anderen, Auto an Auto. Ich bin gespannt, ob da jetzt auch wieder jemand sagen wird, oh, das sind ja richtig geile Schätzchen. Ich meine, aussehen tun die natürlich schon irgendwie nice, aber ich weiß nicht, kann man mit sowas noch was anfangen? Auch hier im Inneren fast alles ausgebaut. Lenkrad, die Displays. Also ich denke wirklich, dass das wahrscheinlich ein Ersatzteillager hier darstellte. Und jetzt ist halt ein Autofriedhof. Oh, Vandalismus. Was mir aufgefallen ist, dass quasi bei allen nicht nur die Motorhaube fehlt und der Motor eben, sondern auch der Kofferraumdeckel. Also wurde hier ausgeschlachtet, um andere Autos dann wieder zu retten. Was meint ihr denn? Hier übrigens, da ist tatsächlich noch der Kofferraumdeckel da. Da schauen wir mal rein. Und da liegt auch noch der Ersatzreifen drin. Aber ob der noch gebraucht werden kann, ich bezweifle es. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsauto hier, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Und hier, das, was so aussieht wie Vorhänge, das ist natürlich die Deckenverkleidung, die darunter gekommen ist inzwischen. So, ich bin da jetzt mal auf die Karre hier drauf gestiegen und da haben wir noch mal einen tollen Überblick. Sieht schon irgendwie cool aus. Ganz offensichtlich war hier früher mal ein Dach drüber, aber das ist schon lange, lange, lange weg
Und so bleiben die Autos eben jetzt hier zurück auf dem Autofriedhof, wo sie einen langsamen Tod sterben werden. Und weil das wieder so ein geiler Tag war, habe ich mir gedacht, jetzt gönnst du dir heute Abend mal was. Habe mein Auto hier geparkt an einer Stelle, wo quasi Sonnenschutz drüber ist. Aber da bin ich nicht der Einzige, denn ich habe vor, einzukaufen im Continente. Also ich muss schon sagen, Leute, das sieht nach einem Platz aus, nach einem Ort, wo ich vielleicht fündig werden könnte. Ich bin nämlich auf der Suche nach Hard Stuff. Also ich finde ja Portugal richtig, richtig geil, gell? Aber es gibt ein Problem. Hier gibt es eigentlich gefühlt nur Bier. Und ich mag Bier einfach nicht. Es ist einfach nicht mein Ding. Seit Tagen gelüstet es mich nach Captain Morgan Cola. Und wenn man in so einen Supermarkt geht, und die haben wirklich viel Zeug, dann findet man hier Bier. Bier, Bier, Bier. Oder man findet Portwein. Das gibt es natürlich auch. Und Portugal, Weinland, Wein ohne Ende. Und mit ohne Ende meine ich ohne Ende. Können wir natürlich noch hier einen Sekt nehmen vielleicht, aber ich hätte voll Bock auf einen Captain Morgan Cola in der Dose oder einen Gin Tonic in der Dose. Aber nein, gibt's nicht. Es gibt nur Wein und Bier. Jetzt gibt's natürlich auch Hard Stuff wie das hier, Gin, aber ist natürlich alles auch ziemlich teuer. Und ich möchte eine Dose aufmachen und möchte einfach genießen. Da ist er, der gute Captain. Fehlt nur noch die Cola dazu. Muss mal überlegen, was ich mache. Sodele, jetzt ein kurzer Überblick über mein Food Hall. Eigentlich ist es mehr ein Drinking Hall. Ich war eigentlich nur hier, um Wasser zu kaufen. Aber dann habe ich Pepsi Max gesehen, Pepsi Max Lime gesehen, was es, glaube ich, in Deutschland nicht gibt, was ich total fantastisch finde. Dann habe ich jede Menge Sets an Wasser, denn hier ist es so heiß. Ich brauche jeden Tag bestimmt 6 Stück von diesen Flaschen. Dann bin ich auf die Verpackung reingefallen, nämlich hier Lay's Gourmet Original Chips. Muss ich probieren, kenne ich noch nicht, ich als Chips-Fan. Wie war das mit dem Hard Stuff? Da hinten ist ein kleiner Appetizer und der große liegt dann hier, nämlich Bacardi Mojito. Und dazu gibt es Schweppes Tonic Water. Jeden Abend ein. Soll ja nicht ausarten. So, das war mein Food Hall im Continente. Also ich muss euch jetzt einfach mal mitnehmen in mein heutiges Hotelzimmer, denn das ist das schönste Hotelzimmer, das ich bisher hatte. Das bin ich. Haare könnten auch mal wieder geschnitten werden, aber gut. Anyway. So, geht los. Fangen mit dem Badezimmer an. Das ist sehr, sehr groß, sehr sauber. Und was ich total geil finde, ist diese riesige Dusche. In den letzten Tagen hatte ich echt winzige Duschen. Und das hier, schaut mal, kann man sich echt ausbreiten mit Regenwalddusche. So, aber das war natürlich nicht, weshalb ich euch das Zimmer zeigen möchte. Schöne Truhe, ein wunderschönes französisches Bett. Ah, da werde ich mich heute Nacht fett ausbreiten, aber jetzt kommt der eigentliche Knaller. Man hat schon so ein bisschen gesehen durch den Vorhang, ich mache es aber jetzt nochmal spannend, indem ich erst den öffne und indem ich den aufziehe. So, seid ihr bereit? Das ist der geilste Ausblick, den ich jemals hatte. Bin einfach mal ruhig. War der schon jemals in einem Hotel mit so einem Ausblick? Sag bitte nein. Und das ist mein Frühstücksbalkon. Und mein Abendweinbalkon. Und überhaupt mein neuer Lieblingsbalkon. So Leute, ihr seht's, die Sonne ist bereits weg. Die Hunde machen hier irgendwie einen Kläff-Wettbewerb. Ich hoffe, dass die später, wenn ich schlafen möchte, ruhig sind. Und zum Abschluss des fantastischen Tages werde ich einen Portwein trinken, den meine Vermieterin oder von dem meine Vermieterin gesagt hat, den musst du unbedingt probieren. In diesem Sinne, Portwein, keine Ahnung.
Ja, kann man trinken. Muss man nicht. Ich verkneife mir mal das überragend. In diesem Sinne, eine gute Nacht und bis bald. Der Sommer ist inzwischen fast vorbei. Die Tage werden kürzer. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Lasst euch überraschen, wie es bei den Tapes weitergeht. Immer schön den Community-Tab im Auge behalten, um kein Update zu verpassen. Langsam wird es Zeit, die Lost Place Hochkaräter auszupacken.